So, dann wollen wir mal bei der AfD nachfragen. Ich begrüße herzlich in Berlin Alexander Gauland, Mitbegründer und einer der Sprecher der AfD. Guten Tag dorthin. Ja, guten Tag, Herr Kuller. Also das Thema Masseneinwanderung und Volksentscheid. Ist es eine Frage des Ob oder nur noch eine Frage der Zeit, wann Sie solch ein Volksbegehren anstoßen werden in Deutschland? Herr Kulle, wir haben immer gesagt, dass wir Volksabstimmungen für etwas Gutes halten. Ich will im Moment überhaupt nicht über die wirtschaftlichen Probleme in der Schweiz reden, sondern ich bin dankbar und freue mich, dass die Schweiz direkte Demokratie ausüben kann und dass die Menschen schlichtweg zu ihren Problemen gefragt werden. Es kann eben nicht sein, dass eine Elite bestimmt, was für ein Volk gut ist. Und das Volk hat sich jetzt gewehrt und hat gesagt, nein, das ist nicht gut für uns, wir haben bestimmte Probleme und die zeigen wir euch auf. Und das finde ich sehr gut und diese Art von direkter Demokratie wünschte ich mir auch in Deutschland. Ja, das sollte man den Schweizern auch zugestehen. Dennoch bleibt noch meine Frage von eben stehen. Eine Frage des Ob oder des Wann. Werden Sie vielleicht solch eine Initiative auch anstoßen oder machen Sie das über die Europawahl? Wir werden in der Europawahl natürlich dieses Thema ansprechen. Sie wissen, dass das mit Volksabstimmungen in Deutschland eher problematisch ist. Aus unserer Geschichte heraus sind wir sehr viel mehr für die parlamentarische Demokratie in unserem Grundgesetz ausgelegt als für eine direkte Demokratie. Darüber kann man jetzt reden, so viele Jahre nach dem Krieg. Wir wünschen uns, und wir haben das auch in unserem Europawahlprogramm, dass Grundsatzentscheidungen zur EU alle dem Volk vorgelegt werden, beispielsweise neue Beitritte, beispielsweise das Verhältnis zur Türkei. Das muss vom Volk entschieden werden und wir wehren uns dagegen, dass eine Regierung sagt, wir wissen, was für das Volk gut ist. Nein, das Volk muss alleine entscheiden, was für es gut ist. Es gibt Menschen, die sagen in diesen Tagen oder seit der Entscheidung in der Schweiz, das würde in Deutschland ähnlich ausgehen, das wäre doch Wasser auf ihre Mühlen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich will auch nicht irgendwelche Voraussagen treffen, aber wir erleben überall im Wahlkampf, auf der Straße, dass natürlich viele Menschen und sie sagen, das möchten wir auch. Wir möchten auch selber bestimmen. Und wenn Sie gestern diese politische Sendung gesehen haben bei Plassberg und die eingeblendeten Stimmen von der Straße, dann war ganz deutlich, dass die Deutschen im Grunde genommen die Schweizer nicht nur bewundern, sondern auch beneiden, dass sie diese Möglichkeit haben. Gut, das wollen wir auch wiederum so stehen lassen. Ihr ja, Kollege bei der AfD, der auch der Spitzenkandidat für die Europawahl ist, Hans-Olaf Henkel, hat in einem Interview gesagt, er würde mit Nein stimmen, würde ihm diese Frage für eine Volksabstimmung vorgelegt werden. Würden Sie auch mit Nein oder mit Ja stimmen? Also ich würde nicht mit Nein stimmen. Hans-Olaf Henkel hat, glaube ich, sehr viel stärker die wirtschaftliche Seite betont. Und es ist natürlich ein wirtschaftliches Problem, das will ich gern zugeben. Die Menschen auf der Straße sehen das anders. Sie sagen, wir wollen nur die Einwanderung, die zu uns passt, die zu uns kulturell passt und die zu uns wirtschaftlich passt. Hans-Olaf Henkel denkt wahrscheinlich, ich habe das nicht gelesen, sehr viel liberaler, wirtschaftsliberaler und hat in diesem Sinne gesprochen. Aber er hat auch erklärt, dass er die Problematik sieht und dass die demokratische Abstimmung in der Schweiz etwas ist, was er nicht nur respektiert, sondern was er auch bewundert. Ja, eben. Also geben wir es ruhig mal nochmal wirtschaftlich in der Weise an, dass ja wir Deutschen auch von dieser Regelung, wie auch immer sie dann tatsächlich in einem Kompromiss vielleicht mit Europa gefunden würde, ist das für Sie vielleicht auch mal eine neue Denkweise, dass wir Deutschen als Migranten irgendwo unterwegs sein könnten und nicht mehr reingelassen werden? Die Schweiz ist ein souveräner Staat und das Schweizer Volk ist souverän und sie können natürlich so entscheiden und sie haben so entschieden. Das stört mich nicht. Ich muss mich natürlich an die Gesetze halten eines anderen Landes und das ist kein Problem für mich. Es ist auch kein Problem für mich, das als Deutscher zu akzeptieren. Warum soll ich da anders darüber denken, als wenn ich nach Amerika oder nach Kanada gehen muss? Gut, aber die Schweizer müssen sich auch an Verträge halten, Verträge mit der EU. Halten Sie die noch für tragbar in diesem Zusammenhang?
Ja, natürlich muss man sich an Verträge halten. Aber das Schweizer Volk hat jetzt gesagt, diese Verträge müssen geändert werden, weil diese Verträge Folgen haben, die wir so nicht mehr tragen wollen. Und jetzt sind die Diplomaten und die Politiker am Werk und sie müssen einen Kompromiss finden. Und ich kann nur davor warnen, dass die EU mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen droht oder gar mit Repressionen. Man kann nicht auf der einen Seite für die Demokratie eintreten, Herrn Putin dafür beschimpfen, dass er in der Ukraine die Öl- und Gaspreise erhöht und jetzt einem kleinen Volk gegenüber ebenso undemokratisch vorgehen. Das kann man nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass die EU das machen wird, denn die Bevölkerung in den einzelnen EU-Staaten werden das nicht mitmachen. Die AfD, der Sie nun angehören, gilt ein bisschen oder sehr deutlich als europakritisch oder europaskeptisch. Es gibt natürlich auch solche Vereinigungen in Frankreich, in Holland und eigentlich überall in Europa, je nachdem, wie groß sie jeweils sind. Haben Sie da Schulterschlüsse mit den Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen in Europa? Nein, ich muss erst eins richtigstellen. Wir sind gar nicht europakritisch und europaskeptisch. Wir wollen das Europa, aber wir wollen, dass dieses Europa von den Menschen akzeptiert wird. Und es wird immer weniger akzeptiert und das sehen wir als Problem. Wir sind nicht europakritisch, wir sind eurokritisch. Und Schulterschlüsse mit irgendwelchen antieuropäischen Parteien oder wie immer sie das nennen wollen, gibt es nicht. Es wird unsere Aufgabe in Brüssel sein, der Kollegen, die nach Brüssel gehen, dann sich bestimmte Vereinigungen anzugucken und sich dann zu entscheiden, von hier aus und heute würde ich es auch für falsch halten, wenn wir irgendwelche Vorfestlegungen treffen würden. Alexander Gauland, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke nach Berlin. Danke.